Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Einheit. Ich mache wieder zweisprachig heute. Das versuche ich noch ein bisschen fortzusetzen. Wird wahrscheinlich nicht für immer sein. Aber um hier einfach ein bisschen eine Auswahl zu geben für die englischsprachige Teilnehmer. Hi and welcome for another video sequence. I'm doing again bilingual, so yeah, enjoy. Wir fangen unten auf der Matte an, kommen erstmal ins Liegen, so we're starting lying supine with long legs, mach die Beine lang und leg dich erstmal ab. So lie down and just relax. Go heavy in the mat. Werd schwer in die Matte, lass los. Lass die Arme fallen, wie sie es brauchen. Lass die Beine fallen, wie sie es brauchen. So your arms are falling like they want and your legs also. Just breathe in and breathe out. Einmal einatmen, einmal ausatmen und beim nächsten Einatmen hältst du die Luft kurz an. With next breathing in, you hold your breath. Du spürst das Halten von der Luft. You really feel the holding your breath. And then you're exhaling. Und atme aus und lass los. So be sure that your left arm, your left shoulder is really relaxed and easy. And if you're still holding something here, with the next breathing out, just let it go. Spür nochmal nach. Rechte Arm, rechte Schulter, linker Arm, linke Schulter. Hast du hier schon alles abgelegt? Und im nächsten Ausatmen lässt du hier nochmal nach. Lässt hier nochmal los. Dann gehen wir auf die andere Seite. Rechter Arm, rechte Schulter. Hast du hier schon alles abgelegt oder musst du beim nächsten Ausatmen nochmal loslassen? Now we're going into right shoulder, right arm. Just check if you're still fixing something or holding something. Too much of tension and let it go with next breathing out. Dann gehen wir in den unteren Rücken und das linke Bein. Now it's lower spine and your left leg. Lass hier nochmal los und leg ab beim nächsten Ausatmen. Just let the tension leave out of your body in your next exhaling. Und dann rechtes Bein, rechtes Becken, rechte Hüfte. Now right leg, right hip, right pelvis side. Let it go, let it ease with next breathing out. Du kannst die Augen schließen, you can close your eyes. Und wir machen noch einmal ganz kurz hier unsere Zwerchfellübung. We're again doing shortly our diaphragm exercise. Ich hoffe, du erinnerst dich mit den Fingerspitzen am Rippenkamm und in der Mitte ungefähr, bevor sie zusammenstoßen, am Rippenkamm reingehen und tief rein drunter rutschen eigentlich. Ganz ruhig atmen. I hope you remember the diaphragm exercise, diaphragm relief. Take your fingertips on the bony structure of your rib cage and with breathing out your fingertips go into the soft tissue. And you try to go even under your ribcage. There is where your diaphragm is. And this should be your
breathing muscle, which does 60 to 80% of your breathing. And I'm not sure if it is like this, because mostly it's stiff. Dieses Zwerchfell sollte eigentlich 60 bis 80% deiner Atmung übernehmen, und wenn es eben fest ist, dann geht es gar nicht. One more breathing out, noch einmal ausatmen und dann lösen, relax and go a little more up towards your solar plexus. Komm ein bisschen weiter hoch, wo ihr Rippen dann zusammenstoßen. Einatmen und mit dem Ausatmen den Druck verstärken. Breathe in and with breathing out, you're pressuring your fingertips down. Just breathe, very easy, and just take as much pressure as you can hold. Ganz locker atmen und nur so viel Druck aufbauen, wie du aushältst. One more breathing out, noch einmal ausatmen. And let it melt, lass es schmelzen. Und jetzt letzte Runde, last position here, nearly connected, the fingertips of your left and right hand. Fast berühren sich die Fingerspitzen der linken und rechten Hand. Und mit dem Ausatmen, with breathing out, you're going deep in as much as you can handle. Geh nur so tief rein im nächsten Ausatmen, wie du tatsächlich aushältst. Maybe you just can do it on the bony structure, which is perfectly fine. Maybe you can go a little bit deeper and you try, you're aiming for going even under your rib cage, the bony structure of your rib cage. Also du versuchst reinzugehen in das anschließende weiche Gewebe an der knöchernen Struktur und versuchst sogar unten drunter zu kommen. Noch einmal ausatmen, one more breathing. And then release und dann lass los. Now I think it's good time for lounging and stretching. Regle und streck dich. Und mach hier alles, was du brauchst. Verdreh dich. Zieh die Finger auseinander und knick die Handgelenke um. Mach die Hände zur Faust und knick die Handgelenke um. So you're finding different positions for your hands. Like making a fist and then working your wrists and spreading your fingers and also working your wrists. Okay, und dann kommen wir im Oberkörper zur Ruhe. Now your trunk is in silence and supine position. Öffne deine Füße mattenbreit, mehr als hüftbreit. So you're opening your feet. More than like the width of your mat, and your hands are going away out of the way. Du stellst die Füße mattenbreit auf und bringst die Arme ein bisschen aus dem Weg und die Hände, und dann lässt du die Knie auf eine Seite fallen und ziehst die nacheinander wieder hoch, auf die andere Seite fallen lassen. Und nacheinander wieder hochziehen. So with breathing out, your knees are coming down. And with breathing in, one after the other comes up. Wir machen das nicht so langsam. Wir wollen ein bisschen jetzt in die Körperaufwärmung kommen. So we want to warm up our body. So it's as slow as you need it, but also as fast as you
as fast as it's good for you, maybe. So if you're having problems in your hips, you really stay very controlled. Wenn du Hüftprobleme hast oder unten im unteren Rücken Probleme hast, dann bleibst du sehr kontrolliert in der Bewegung. Jede Seite noch einmal, each side one more. And then stay here. Now we are just shrugging our shoulders. Wir arbeiten jetzt in der Schulter. Mit dem Einatmen ziehst du die Schultern zu den Ohren und mit dem Ausatmen lässt du sie wieder fallen. Nach unten schieben, weg von den Ohren. With breathing in, you bring the shoulders up to your ears and with breathing out, you relax. And you really feel your scapulas gliding in the mat. Und du spürst wirklich, wie deine Schulterblätter auf der Matte hoch und runter schrubben. Okay, dann halt hier an. Bring dein rechtes Knie Richtung Brust, bring dein linkes Knie Richtung Brust, bring your right knee to your sternum and your left knee. Und dann gehen wir in ein lockeres Radfahren. Now we are doing, for warming up once more, like bicycle. There's a sound in my hip. So you're just lowering your feet as much as you can hold in your stomach. So it's not like coming up here because you have too much tension here. Reverse the direction. Wechsel die Richtung. So you need control here. And you have a long neck and your head is perfectly fine in the mat. Also du musst schauen, dass du in der Bauchmuskulatur aktiv bleibst, damit du nicht ins Hohlkreuz fällst und dass du hier nicht in die Extension kommst. 3, 2, 1 und anhalten. Und hier einmal den unteren Rücken auffedern. Now we are stretching out the lower back, pressing the knees to the sternum. Du ziehst hier die Knie Richtung Brustbein. Just as much as it's good for you, maybe you just need this, the small one. Du machst nur so viel, wie gut für dich ist. Vielleicht ist die Bewegung ganz klein. Or you even like to round your spine a little bit more. But look for your long neck. It's not coming up from here. Du kannst auch den Rücken mehr runden und aufrollen, aber schau, dass du im langen Nacken bleibst und hier nicht in die Überstreckung im Nacken kommst. Dann halte hier mal an. Stell das linke Bein wieder auf, stell das rechte Bein auf und schüttel hier mal alles aus. Now, we're just shaking out our body a little bit. I think that's fine. Okay, weiter geht's. Rechtes Bein auf 90-90. Linkes Bein dazu. So, right leg in tabletop, left leg in tabletop. And with breathing in, your toe tips are going
down and you bring one leg up. Mit dem Ausatmen die Zehenspitze Richtung Matte senken. Bleib aktiv im Powerhouse. So, activate your powerhouse. The lower spine is in the mat. And you're closing here. Du schließt dein Rippendreieck und merkst die Spannung im unteren Bauch. Maybe you want to do both legs gleichzeitig. Vielleicht möchtest du beide Beine gleichzeitig machen. Noch 5, 4 more. And then take your knees to your sternum and roll up. Nimm die Knie zur Brust und roll dich hoch. Dann bist du schon im Sitzen. Now you're in sitting position. So, find support, hands with knees. Nütze die Hände an den Knien, um dich wirklich in die Länge der Wirbelsäule aufzurichten. Find length in your spine. Atme ein, finde die Anbindung. Activate your powerhouse, breathe in. Und mit dem Ausatmen rundest du, kippst das Becken nach hinten. You're tilting back, your pelvic width breathing out. And you're going down. Just a little bit. Before you think to break down. You feel a lot of work in here. Nur bis zu dem Punkt, wo du denkst, du brichst gleich zusammen. Du merkst hier, dass ganz viel arbeitet. Und du ziehst dich wieder ein bisschen hoch. Und dann wieder runter und hoch. Bleib in der Aktivierung. So it's just a slow bouncing. Really feel the energy. Take your breath. Geh mit deinem Atem. Now we're adding a little twist. Wir fügen einen kleinen Twist hinzu. So your one elbow is going back and the other arm is stabilizing. Ein Ellbogen geht zurück, da schaust du mit hin und der andere Arm stabilisiert dich. Three more. Noch zwei. Eins, diese Seite und komm einmal hoch. So you're coming up, your feet are touching to each other around your spine and enjoy here. A little stretch, a little relax. Genieß hier die Dehnung. Vielleicht willst du hier ein bisschen deine Knie öffnen, die Hüfte öffnen. Maybe you want to open your hips here. By pressure down your knees. Okay. Come up, roll up your spine. Roll die Wirbelsäule hoch und komm in den Z-Sitz. Beziehungsweise find this position. Stell die Füße erstmal hier auf und wir gehen hier nochmal in diese Hüftbewegung. Now we're doing again the hip rotation. Your arms are long, your spine is long. Die Arme sind lang, die Wirbelsäule ist lang. So maybe you recognize that your trunk is also moving. And now we want to stop that. Just move as much as your hip is capable of. Okay, vielleicht hast du gerade gemerkt, dass dein Oberkörper schön mitrotieren kann. Und das lassen wir jetzt mal. Versuch nur, deine
Bewegung so groß zu machen, wie die Hüfte dazu tatsächlich fähig ist. And then bring down your knees. Und dann komm hier nochmal in den Z-Sitz. I really like my knee on the mat. Otherwise it feels a little bit uncomfortable for our next exercise. Ich mag bei dieser Übung sehr gerne, dass das Knie tatsächlich auf der Matte abgelegt ist, sonst wird es ein bisschen unangenehm auf der Innenseite. And you just try. So here is the head of your hip, bony structure, it's a head in here of your femur. I hope I'm right that it is the femur. And you just try to lift your lower leg. Also die Bewegung setzt eigentlich hier im Hüftkopf an und du versuchst nur deinen Unterschenkel zu heben. Vielleicht sieht es bei dir nur so aus. And then hold it. You can go here a little bit with your trunk, play a little bit, and you will feel when it's the most intense, and there I want you to go. Okay, du kannst dich hier natürlich, ne, mit dem Oberkörper ein bisschen schummeln. Aber ich hätte gerne, dass du die Position findest, an der es am meisten Arbeit hier für deine Hüfte ist. And then once more, lift and lower. Und dann noch mal ein bisschen heben und senken. And hold it. And then release. Halten kurz und dann ablegen. Okay. Now we test here again. Dann testen wir hier mal, wie es sich jetzt anfühlt. Nur die Beine umschlagen. So wie es die Hüfte zulässt, dein Oberkörper bleibt stabil. You're stabilizing your trunk and just work your legs. Now we're switching to the other side. Wir gehen auf die andere Seite. Auch hier schau, dass das Knie auf der Innenseite ist. Dass die Innenseite des Knies auf der Matte ist. Und dann versuch hier zu heben. Aktiviere dein Powerhouse. Activate your powerhouse. I think you will understand this even in German. Maybe you feel some difference between left and right leg. Vielleicht nimmst du einen Unterschied in der linken und rechten Seite wahr. And then hold it up. Halt hier ein bisschen. And then once more up and down, and the work is coming from your hip. You feel the muscles here. Also die Bewegung kommt aus der Hüfte. Du kannst hier mal ein bisschen abtasten. Three more. Noch zwei und kurz halten, hold it, and then lower und lass runter. Und auch hier nochmal, check. It's quite a relief. I hope you feel it too. Ich finde es ein enormer Bewegungsgewinn, Mobilitätsgewinn. Ich hoffe, euch geht's genauso. Okay. Three more. Noch drei. Zwei. Und die letzte. Okay. Jetzt kommen wir gleich in den Vierfüßler. We're going into a four-point kneeling, quadruped.
Bau den schön auf. Schultern, Bauch, Fingers, Hands, Shoulders, Arms, Powerhouse. Find it. It's work. Okay, find eine gute, gute Ausrichtung und denk dran, das ist Arbeit. Shoulders are away from your ears. Die Schultern sind weg von den Ohren. Von den Ohren. Und die Schulterblätter und die Wirbelsäule dazwischen, die drückst du an die Decke. Die Fingerspitzen werden weiß. So, your shoulder blades and the spine in between. You're really pushing to the ceiling. So, and your fingertips are becoming white because they are activated. And your belly button, you really pin it to the spine. Und der Bauchnabel wird an der Wirbelsäule festgenäht. Now we're going into cat and camel. Wir gehen in Katz und Kamel. Round your spine, runde deine Rücken. Und dann geh in die Extension. It's not falling here in hollow back. It's a controlled little extension. Nochmal in die Katze. Denk wirklich an eine Katze, die sich hier durchstretcht nach dem Schläfchen. Und dann in ein sauberes Kamel oder in Kuh. Öffne hier ein bisschen deine Schultern. Now really think of a cat after a nice sleep, which is stretching out here. Round your spine, round it, round it, round it on each part. And then enjoy opening here. Think of your shoulders. Okay, that's fine. And now we're kind of wiggling your hips. Your right hip is coming right side up and you try to look there. Also rechte Hüfte nach rechts oben schwingen und versuchst dahin zu gucken. And then other side und dann andere Seite. One more time each side. Noch einmal jede Seite. Wir haben rechts angefangen, also müssen wir mit links aufhören. So first it was right side, now you're going to left. And then take a short rest. Nimm dir kurz die Ruheposition ein und entspann dich hier. Und dann komm nochmal in den Vierfüßler, Four-Point Kneeling, once more. Find your position, finde deine Ausgangsposition and you're tucking your toes. Stell die Fußspitzen auf. And then you lift your knees a little bit. Heb deine Knie mal ganz kurz an, ganz knapp an, nicht hier hoch, sondern an den schwierigsten Punkt gehen. This is the most difficult point here. There's where we want to go. Think of your shoulders. Denk an deine Schultern. Think on your fingertips. They should be white. Deine Fingerspitzen sollten weiß werden. Hold it. Hier jetzt brauchst du die Flankenatmung. You really now have to breathe in the sides of your ribs. And one more. Lift the right leg. Heb den rechten Fuß zur Decke. And we're switching. And switch left leg.
Activate your powerhouse, activate your shoulders. Aktiviere dein Powerhouse, aktiviere deine Schultern und absetzen, auf die Knie kommen. Come on your knees and just go shortly into rest position. Geh kurz in die Ruheposition. We're adding a little stretch for the arms. Wir fügen eine kleine Armdehnung dazu. Verschränkt die Finger hinterm Rücken, macht die Arme lang und zieh einmal die Hände Richtung Kopf und der andere Teil wäre mehr für die Brustmuskulatur, dass du dich hier rausdrückst. So it's an arm, shoulder and breast muscle stretch. So the one part is long arms and even stretch them even more like this. Pulling away the shoulders. Or you're thinking your shoulder part very broad, your breast muscles very broad, and you're opening up here. Okay, relax and come down again. Und dann rausgehen und kurz hier entspannen. Now we are going back into four-point kneeling. Wir gehen zurück in den Vierfüßler. And you're rounding your spine and bring your right knee to your forehead. Also wir gehen nochmal hier in die Katze. Und dein rechtes Knie kommt Richtung Stirn. And then you pull out your leg and make it long. Und dann Bein nach hinten rausstrecken. Control your hip here. And once more. Schau, dass deine Hüfte nicht abhaut, sondern dass die Hüftspitzen links und rechts gleich bleiben. Und dein Bein bleibt aktiviert die ganze Zeit. Noch einmal, once more. And then switch legs, andere Seite. Finde erst hier deine runde Position. Und dann geh raus. Vielleicht muss ich ein bisschen nach vorne kommen. Your arms are working. Deine Arme arbeiten. Rounding and lengthening of your spine also. Two more, noch zwei. Und die letzte, last one. And come down. Maybe you need to shake out your hands a little bit. Vielleicht brauchst du hier mal kurz ein bisschen Entspannung für die Handgelenke. Now we're switching into side plank, variation of side plank. Wir gehen in eine Variation des Seitstützes. Finde dich hier. Activate your obliques. Maybe you even want to go just in your fingertips. Just lengthen your arm and your leg. Sorry. Mach hier das obere Arm und den oberen Arm und das obere Bein lang. And then you're flexing your knee and the elbow. And stretch again. Also hier Knie. Und Ellbogen anbeugen.
have to buy two more. Hold it, kurz halten. Und hier einmal nach vorne kommen. Und gleich auf die andere Seite. Switch sides. Find length here. So this is power here. Like resisting that knee and elbow are touching. Widerstehe diesem Knie und Ellbogen begegnen sich, arbeite dagegen und öffne mit Kraft. And the opening is also with a lot of energy. Still your powerhouse, your obliques, belly button in, pelvic floor activated, two more, noch zwei. Halten, halte kurz, hold it, find length here, and then rest position. And we're going for back work, wir gehen jetzt in die Rückenarbeit. So, mach die Beine lang, Schambein in die Matte und Bauchnabel an die Wirbelsäule nähen. So, you're lengthening your legs. I hope you see everything here. And your pubis, I think it's pubis. You have to bring it towards the mat. So, your lower spine is not hollowing back. And you really have to pull the belly button into your spine. Shoulders are relaxed, your forehead is on your hands. Die Schultern sind weg von den Ohren. Und die Stirn ruht auf den Handrücken. Sorry. And then you're lifting. You're lengthening your legs and then lifting them. Du ziehst die Beine lang nach unten und dann hebst du ab. Maybe you just want to do one. Vielleicht willst du nur eine Seite tun zuerst und dann mach einmal rechts, einmal links und dann versuchst du beide. Maybe it's a light turned out position of your legs in the hips, because then you might feel that you're lifting much nicer. But the other variation is also fine, but your pubis really needs to be in contact with the mat and your belly button in. Also, ganz wichtig hier, du kannst auch nur ein Bein heben und dann das andere und dann einmal versuchen, beide zu heben und so weiterzumachen. Ich mag hier teilweise ganz gerne die Variation der Ausdrehung, dass ich ein bisschen mehr die Freiheit in der Hüfte habe. Aber das Wichtigste ist, dass dein Schambein in der Matte ist. Noch drei, three more. Last one, we hold it. Kurz halten, 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 höher ziehen, höher ziehen, höher ziehen. And then lower und lass runter. Now wiggle your back a little bit. And we're ending an up stretch. So find your four-point kneeling. Wir enden mit dem V-Stretch. Finde nochmal deinen Vierfüßler. Now, tuck your toes and lengthen one leg. Stell die einen Zehen auf und mach das Bein lang. Hüfte kontrollieren, control your hips. And then the other leg is adding. Und dann kommst du mit dem anderen Bein und Fuß dazu. And then your
Your pelvic is coming in a diagonal position. Your heels are pulling down. Your hands are also working in the mat, pressing in the mat. Head is between your arms. Die Fersen ziehen nach unten. Du kannst die Knie hier anbeugen, wenn du es brauchst. So just bend your knees if you need it. Your hands are pressing in the mat. And die Hände drücken in die Matte. And enjoy the stretch in your legs. Genieß die Dehnung auf der Beinrückseite. Maybe you even want to bounce a little bit in your trunk. Vielleicht willst du hier ein bisschen federn. And then bend your knees and come down again. Und dann beug deine Knie wieder und komm nach unten. Maybe you want to take 5 breaths to calm down a little bit. Just move easily and just feel your body now. I hope it's warm and activated as I feel. Thank you for joining. See you next time. Vielleicht willst du hier noch ein bisschen dich bewegen, noch mal ein bisschen recken und strecken oder die eine oder andere Dehnung mit einbauen. Ich hoffe, du fühlst dich so aktiviert wie ich und warm. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank. Thank you.